Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Binding of Isaac Wrath of the Lamb Version 1.4.8. Wir spielen heute wieder ein normales Spiel und zwar mit Isaac. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe, ich stelle mich nicht so blöd an. Oh Gott, ein roter Klumpen. Hier ist er noch. Ja, nein, lass mich. Ich spiele irgendwie total miserabel. Es gibt's doch nicht. Jetzt sterbe ich jetzt gleich wieder, dann bin ich aber. Gott, das ist ja, nee. Nee, nee, nein, das war ja mehr als schlecht. No, nerd. Vor allem habe ich gesehen, war da ja eben noch eine Schießfliege. Ich glaube. Na, und Schlüssel, sehr schön. Ich glaube, die Monster hier wollen mich heute ärgern. Es kommen nur Kackmonster, ganz ehrlich. Die ganze Zeit, die heutigen Aufnahmen, nur Kackmonster. Aber wir gucken einfach mal, was mich jetzt... ich mache natürlich erstmal den Scheißhaufen kaputt. Wie schlau bin ich denn? Stirb. Kaputt. Und gucken, was wir haben. Damage up. Sehr schön. Damage upgrade ist immer schön. Und Health natürlich. Damage und Health up. Schön. Sowas mag ich öfter. Fliegen, fliegen. Tote Fliegen. Fliegen, Sporner. Scheiß Aggro fliegen immer. Doofen Mist. Ja, jetzt sitzt er in der Falle. Boah. Du noch. Komm her. Dann auf zum Boss. Mal gucken, was wir kriegen. Wen wir kriegen? The Duke of Flies. Mal gucken. Girl, mal gucken. Scheißfliegen, Scheißfliegen. Sterbt ihr Scheißfliegen. Wir müssen ab und zu wirklich mal Fliegen töten bei diesem Boss. Damit er sie nicht auf uns losschickt. Der war sehr intelligent. Ich bin jetzt genau reingelaufen in dieses Dorms. Ja, jetzt schickt er sie trotzdem auf uns. Ich krieg zu viel. Ich merke jetzt noch nicht wirklich viel von dem Damage ab. Ist das vielleicht irgendwie Nachwirkungen, so 3 Stunden später? Nein, lasst mich, lasset mich. Jetzt stirb doch bitte einfach. Oh mein Gott, jetzt stirb doch einfach. Oh, 2 Soundhearts hat er gespawnt, das ist schön. Gespawnt, getroppt. Oh, und wir kriegen noch mehr Leben. HP ab, sehr schön. Das ist nice. Und ab ins Basement 2. Oh Mami, ich hab dich so lieb, geh weg, du Scheißkind. Oh Mami, ich hab dich trotzdem lieb, geh weg. Yeah, Isaac, hier. So schnell kann's gehen. Ihr wollt's mich doch rollen. Blöden Fleischklumpen. Boah, entweder du sprengst das da jetzt in die Luft oder du lässt es bleiben, mein Gutster. Ich hasse sowas. Trifft halt nicht mehr, wie soll ich denn da treffen? Ja, sehr intelligent. Oh, na dann halt so. Oh nee, ist klar. Geh weg, geh weg, geh weg. Du gehst aber auch weg. Ich lass mich aber erstmal noch von dir treffen, bevor ich dich wegschicke. So zur Hölle. Der hat bestimmt eine richtige große Trollbombe, der hat in sich. Oder? 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 Nee, 2. Aber Bomben, wegbomben können sie mir trotzdem bestimmen. Wir bomben ein Soundheart. Forever alone. So eine große Fliege, die Schaden macht. Ups. Nicht in den Geldraum. Wir versuchen ja immer noch Kane zu bekommen. Kane bekommen wir, indem wir 55 Münzen sammeln in einem Run. Was ich eigentlich schon mal geschafft hatte, aber irgendwie meinen Spielstand neu laden musste. Irgendwie warum auch immer. Naja. Madis. Klubschi Madis. So, einen habe ich erwischt. Zack. Komm schon. Komm schon. Danke. Dieses TNT-Fass da oben ist buggy. Das kannst du weder zerstören, noch irgendwas anderes. Geheimraum.
Kein Geheimraum, okay. Spinnies. Na, Spinne, geht's dir gut? Ich weiß, du willst raus. Oh, der Flatpenny. Hey, den mag ich. Hatte ich, glaube ich, in der vorherigen Folge schon mal erklärt. Und zum Boss. Es ist Gurdy Junior. Dieses kleine blöde Mistvieh, das die ganze Zeit wie bescheuert hin und her fliegt und Spinnen spawnt. Fliegen spawnt, Spinnen spawnt. Ja, das sah sehr gut nach Spinne aus, ne? Und genau. Er spawnt Fliegen für. Springt hier die ganze Zeit so hin und her, so richtig dämlich. Au. Aber wenigstens tötet es mit seinem komischen durch die Gegend fliegen. Oh, springen meine ich natürlich. Oder gleiten, was auch immer. Ja, das Vieh ist vor allem so arschschnell, dass man eigentlich nicht, auch gar nicht ausweichen kann. Das ist echt abgefahren. Ja, natürlich. Ist klar, bist du. Geht's dir gut? Ja? Bist du gut, glaube ich, ha? Nein. Und der Jesus Juice. Strange and Tears up. So, und runter. The Cave's One. Oh mein Gott, wir sind wieder in einer Truhe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Ja, für Klaustrophobiker ist das ganz schön schlimm. Na komm. Danke. The Missing Page macht in unregelmäßigen Abständen irgendwann mal Schaden auf alle Gegner. Nee. Ich behalte lieber den Flat. Ja, jetzt, das war sehr gut. Ich bin genau in eine Falle reingelaufen. Nein, bin nicht mehr rausgekommen. Oh, wie schlecht. Gucken wir mal. Nee, es lohnt nicht. Nein, The Missing Page nehme ich nicht mit. Danke. Ich mag euch nicht. Könntet ihr bitte wegbleiben? Ja, diese Groupies. Schlimm, schlimm. Oh. Triff doch mal. Ach, komm schon. Treffen dich hier 25.000 Mal und du triffst nicht ein einziges Mal. Isaac, es ist ja... Wie, du wirst von mir gesteuert. Nee, nie wirst du nicht. Geh weg. Ich guck dir nur zu. Oh, Geld. Eigentlich müsste der Flatpenny ab und zu mal... einen Schlüssel spawnen. Oder durch den ab und zu mal einen Schlüssel spawnen, wenn wir Geld aufnehmen. Oh, jetzt du noch. Sorry, war gerade was. Das Glubchen-Auge, dann kriegen wir einen großen Schuss, glaube ich, ne? Ja. Aber zu schießen wir zwar langsamer, aber haben halt gleich mal erstmal mehr Durchschlagskraft. Nö, das werde ich jetzt nicht wegbomben, das spare ich mir einfach. Und wir kriegen Piep. Oh, ich hasse Piep, ich hasse ihn. Sofort. Ich bitte nicht wieder in dieser blöden... Ach, wieder in dieser blöden Position. Ich werde einfach hier stehen bleiben und meine Fliege das alles machen, dass mich Schaden macht. Nee. Ja, annehmbar. Mit Spektraltränen würde das Ganze noch viel besser aussehen. Oh, ich hasse Piep. So ein Asoz. Ein böser Gegner. Ach, natürlich. Ich laufe genau rein in sein blödes Auge. Nein. Ich bin nur rumgelockt, ich Idiot.
nein. Und oh nein. Ey, ich stelle mich echt mehr als blöd an gerade, ey. Oh Gott, zum Glück habe ich ihn doch noch besiegt. So, und weiter geht's. Ach, sag ich doch, da sind doch schon die Schlüssel. Und ab in die nächste Stage. Und dann gehe ich in den Tagbaum voll in die Fräse. Maden, ich hasse Maden, geht weg. Geht weg. Oh Gott, dann ist auch noch eine grüne bei. Ist ja nicht wahr. Reicht ja nicht aus, dass die blöden Minimalis schon nervig genug sind. Nein, da muss noch was zu. Bomben, genau. Verdoppelt unsere Bomben. Wenn wir gar keine haben, kriegen wir erstmal zwei. Nein. Unterlass das bitte. Geht doch bitte bloß mal zum Arzt, ey. Das ist ja nicht normal. So. Nein. Mann, blöden verdammt nochmal. Fucking Fliegen. Ich hasse Fliegen. So, alles explodieren lassen. Und ups. Und dann in den Goldraum. Ich überlege gerade, das ist ein Space-Item. Das ist ein Space-Item. Ich glaube, das ist einfach nur eine Bombe, die wir mit Space benutzen können. Probieren wir es aus. Ja, eine Riesenbombe. Nee, Geheimraum. Nee. Dober Mist drin. Ich bräuchte Leben. Bisschen was ein Leben wäre nicht schlecht. Ja, was soll's. Jetzt ist nur die Frage, jage ich den in die Luft oder jage ich das da in die Luft? Ich jag den hier in die Luft. Okay, shit. Überall spawnt jetzt gerade Schlüssel. Ist ja nervig. Oh nein. Ich brauche Leben. Gebt mir doch Leben. Nein, ich will keins genommen haben. Ich will was gegeben haben, Mensch. Ach, ich habe ja noch eine Bombe. Jetzt kann ich nochmal den Arcade Room. Und das da hochjagen. Vielleicht ist da ja ein Herz drin. Hey, wenigstens ein Soul. Soul hard. Oh mein Gott. Ich bin überfragt. Wo gehe ich jetzt lang oben? Oh Gott. Ganz viele Madis. Ganz viele Hässlern-Madis. Geht ihr mal alle bitte sterben. Noch ein Schlüssel, toll. Ich kann mal keine Schlüssel mehr sehen, ganz ehrlich. Ich brauche keine Schlüssel. Ich brauche. Oh Gott, nein. Oh Gott, zum Glück. Ich habe schon gedacht, ich bin schon tot, schon wieder tot. Herz. Oh, Schlüssel. Ich habe jetzt schon so verdammt viele Schlüssel. Ja, das ist echt abnormal. Ja, nehmt doch eure Mäuler und geht woanders hin. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Ach, noch mehr solche Führviecher. Ja, das war sehr intelligent, echt, ganz ehrlich. Super gelöst. Nein, ja. Ist doch nicht mehr normal, Leute, ganz ehrlich. Wieso? Au. Au. Ja, das war's. Das ist ja. Oh, natürlich. Ja, na klar. Und wieder eine Bombe. Natürlich. Warum sollte ich ein Leben kriegen? Wer braucht denn sowas wie Leben? Ist doch Quatsch. Mit einem halben Leben brauche ich nicht zum Boss gehen, eigentlich. Also. Das ist ja. Es ist ja mehr so utopisch, wenn ich das schaffen sollte. Ich sollte doch noch in den Geldraum gucken, ganz egal, das geht jetzt nicht anders. Mit meinem halben Leben brauche ich nichts machen hier, da kann ich mich an die Wand stellen, und sich mich erschießen lassen. Mist.
Herzraum wäre jetzt toll. Aber mit meinem Glück kriege ich den sowieso nicht. Entschuldigt bitte. 50% off und das Soulheart. Naja, die 50% schenke ich mich in das Soulheart mit. Ich wollte hier eigentlich sowieso nicht wieder reinkommen. Eigentlich. Ich piese schon wieder überall hinter die Türen. Nee, ist so richtig ekelhaft. Ich habe noch eine Bombe. Mit der werde ich noch den anderen Automaten unten sprengen. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Bitte. Mehr Damage, glaube ich. Nehmen wir mit. Ich habe jetzt eh mehr als genug Schlüssel. So, jetzt. Ach, naja. Mit anderthalb Leben gehen wir mal zum Boss. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja Pin oder sowas. Das wäre toll. Irgendwas Leichtes, wo wir ganz viel Herzen geschenkt kriegen. Das wäre toll. Natürlich nicht, das ist Fistula. War jetzt zu erwarten. Wäre ja mal was ganz Neues, wenn ich mal irgendwie kamen sollte bei Bossgegnern. Warum zerspringt ihr denn bitte gleich in vier? Oh Gott, ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Ach nee, bitte. Ganz ehrlich, ich kriege hier noch einen Herzinfarkt. Sollte das wirklich klappen? Nee, ich bin begeistert hier. Mein Gott, ich laufe natürlich genau rein, das gibt's ja nicht. Nein, lass mich in mein anderthalb Leben. Oh wow, ich hab's aber wirklich geschafft, ich bin ja begeistert. So, mitnehmen, Soundup mitnehmen, Shootspeed-Up mitnehmen und gucken, was wir da kriegen könnten. Jetzt Todärger, nö, doch nicht Todärger, keine Ahnung, was wir da kriegen könnten. Ist ja auch egal. Und runter in die nächste Stage. Mit wenigstens ein bisschen mehr. Und wir werden wieder... Naja, ihr wisst es. Oh Gott. Ich laufe noch ein bisschen, ne? Aber sonst ist es dumm. Komm schon, und du auch weg, danke. Und eine Bombe, juhu. Au, genau reingelaufen, sehr schlau. Nur noch eine Bombe. Das ist ja nicht mehr normal. Und toll, jetzt kriegen wir noch mehr Bomben. Jetzt haben wir noch Poison-Bomben. Giften wir den Gegner noch. Ist nicht mehr normal. Ganz ehrlich jetzt mal, ja. Also ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen verarscht vom Spiel. Aber wir nehmen den Schlüssel dafür und bomben das da weg. In der Hoffnung, dass es uns was bringt. Eine Pille und Tears Down. Na, klassisch. Tut mir leid, dir kann ich leider keine Herzen geben. Nein, das heißt, es tut mir leid, das ist PGH, ne? Aber dafür können wir uns hier wenigstens jetzt schön durchspringen. Oh, wir kriegen zwei Soundhearts. Immerhin was. So, springen wir uns da noch schnell durch. Alle Kiste auf. Oh Gott. Oh, wir sind ganz, ganz knapp davor. Oh Gott. Mistviecher. Oh, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht gesprochen habe, aber ich musste mich gerade konzentrieren. Oh, das erste ist weg. Das Kind. Ich muss jetzt gucken, wie ich am besten da runterkomme, ohne zu sterben. Und wie ich am besten an die Herzen rankomme. Nein, 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 nein. Oh nein, 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 und oh Gott, wir sind tot. Ich hasse diese Masken, ich hasse sie so abgrundtief. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.